Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Portia. Oh Gott, ich habe den Controller genommen. Ich sollte nicht den Controller nehmen. Ich spiele das doch immer mit Tastatur. So, wann hast du den Geburtstag? Der 7. Sommer. Hä, ich habe auch einen 7. Sommer. Bist du doof? Mort hat einfach am selben Tag wie ich Börse und ich habe keine Ahnung, ob mir das OBS so hält. Das hat einfach neues Layout und das verwirrt mich grundlegend. Aber sowas von. Ja, wir sind wieder im Stream dabei. Ich hoffe einfach mal, die haben jetzt alles aufs Deutsche übersetzt, sonst heule ich gleich eine Runde. Ja, was gibt's sonst so Wichtiges zu sagen? Es gibt lauter Updates. Es wurden lauter Sachen gepatcht und deswegen bin ich aber. Wie müsst ihr dann auf Deutsch mit mir reden? Kann ich bitte dein Gespräch angezeigt bekommen? Ich habe das Spiel jetzt gerade erst gestartet. Das ist dann ein bisschen. Wird immer. Ach, Nia. Ich schaue dich einfach gerne an. Plaudern. Ja, du redest Deutsch. Perfekt. Danke. Spiel's auf Deutsch. So. Heute schon ganz viel Spanisch gelernt. Okay, jetzt müssen wir unsere Kunststoffrohre fertig herstellen. Und dann holen wir uns wieder zwei Missionen und dann schauen wir mal. Kein Englisch hier. So, auf der Map sehe ich zumindest keine Mission, aber hier, das wäre natürlich mal wieder interessant, dass wir mal wieder in die gefahrvollen Ruine reingehen. Bis morgen, das ist bestimmt nur ein NPC. Hey, ein wackelnder Kaktus. Wie geil. Dreck. Ein Foto vom alten Sandrock. Ach, da kann ich wieder zurücklaufen zum Mord. Nein. Später. Gibt's hier nicht. So, wo kriege ich die Dinger jetzt her? Kunststoff vor. Really? Sie sind noch nicht fertig. Noch eins, okay. Ich schätze mal, 1,5 Stunden brauchen die dann, oder? Ist jetzt was fertig? Nein. Gut, die laufen noch ein bisschen. Das sieht doch auch noch gut aus. Dann haben wir 2 Dingsens drin. 2 Wassertröpfchen. Auf der Map, das muss jetzt der Mord sein, der uns wieder angezeigt wird. Ja, das ist der Friedhof. Oh. Ich will nur kurz alles hinsetzen. Ich bin noch nicht hier so voll in Streaming-Stimmung. Das muss hier noch ein bisschen dauern. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich dieses eine Kunststoffrohr eben noch schnell wegbringen. Aber wir können ja schnell diese Öfen auslernen. Und einfach neue Dinge. Oh, wir gehen heute aber lieber nochmal Eisen holen. Eisen ist fast aus. Gut, da wird heute Eisen geholt. So, jetzt packen wir mal alles weg. Das sortieren, ja. Jetzt habe ich das Foto natürlich weg. Habe ich das grundsätzlich mal so reingelegt. Wie schön diese Sortierfunktion noch ist, ich finde nichts mehr. Nein, nein. Nein. Willy, wo ist denn das Ding jetzt hin? Such doch nur so ein Bildchen. Kann ich das erstmal sortieren? Ja. Gut. Lampe, nie. Sieht denn aus wie ein Bild? Das ist ein zerstörtes Tuch, das ist schon mal nicht. Tagebücher, nee. Nein. Das ist auch nicht drin, das ist das ganze Zusammenbauzeug. Da ist mein Jagdmehl. Das sieht auch nicht so aus. Nee. Das ist auch nicht, ich weiß nicht, wie ich das hingeschmissen habe. Ich habe mein Bild einfach beschmissen. Das mag jetzt böse aussehen. Ich weiß nicht, wo mein scheiß Bild hin ist. Upsi dupsi.
finden bestimmt mal wieder eins. Oder wir räumen irgendwann diese Kisten mal aus. Weiß ich wirklich nicht, wo es denn ist. Ups. Es fängt einfach noch stärker an zu pissen. Also sollte das Stream gleich weg sein, hat einfach bei mir der Blitz eingeschlagen. Das könnte irgendwie passieren, wie das gerade schüttet. Oh, wir haben einfach einen neuen Point. Das P-Punkt. Ja. Wir können hier was Neues. Und zwar müssen wir jetzt eigentlich hier auch... Ja, die Erhöhung durch Werte von Möbeln. Oh, Lagerungs... praktisch. Oha, auch praktisch. Da hinten haben wir dann noch... Sonst warten wir die 2 Minuten noch kurz. Hä? Ich dachte, ich kriege jetzt noch mal einen Schlauch. Das Spiel will mich verarschen. Jetzt hat er die 5-mal zum Mord rennen können. Wenn ich da hinten irgendwas betreiben, zum Beispiel meine Sammelmaschine, wieder ein bisschen Quarz tun lassen. Schmiedewerkstatt, gibt's da? Kann ich die upgraden? Nee. Nee, da gibt's auch nichts Neues. Veredler? Nee. So, jetzt ist fertig. Jetzt folgen wir den Missionen. Vor allem, wie schnell man noch die 200 Meter zurücklegt. Um im Blue Moon Saloon zu gehen. Wuhu! Wer ist das da hinter der Theke? Der Ohren! Hallöchen, Schatzelbatze. Hey, bitteschön. So long, partner. Ohren und ich sind Freundin und mit das Grace auch Freundin. Ja, wir haben uns angefreundet. Morgen ist ja dieses komische Rennfestival, da werden wir eine Runde ablosen. Was haben wir denn da? Abträge? Stahlstangen. Ich nehme mal die Stahlstangen an. Was haben wir da? Komm. Der kriegt seine komischen Dinger, die ich einfach bei ihm vorher kaufe. da ist Dreck. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da die Haarfarbe ist einfach anders. Uhu, ich habe wieder was geschafft. Das ist schief, oder? Hey, das ist doch schief. Bin ich jetzt blöd? Allein die Nägel, die da rausschauen, auch sehr gefährlich. Und noch irgendwo was? Ach, da vorne. Was haben wir denn da? Oh, ein gebrochener Fernseher. Das soll natürlich so nicht sein. Und da soll auch nicht irgendwie ein Loch oben sein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein ausgebeultes Tee. So, verlassen. Da. Ich hab so Geld gekriegt. Hallo Jan. Willst du eigentlich irgendwas sagen? Also du bist irgendwie so richtig so, ich bin anwesend. Ich hab Geld für mich. Okay. Dann hole ich mir mal ganz kurz meine Stahlstangen und meine Cantaloupe-Melonen. Ziehen wir weiter. Einmal Stahlstangen bitte. Jetzt mal ist hier natürlich. Gummirohr kann jetzt auch weg. So, ich brauche einmal meine Stahlstangen. Du bist eine Stahlstange. Und dann brauche ich noch meine Melonen. Melönchen. Wo seid ihr denn? Oh, genau 10. So, das eine kriegt wieder der Jensen, der irgendwie, der existiert hier halt. Hallöchen, hier, bitteschön.
Ich bin aufgestiegen. Schön, schön. Lust. Kriegst du schon ordentlich Belohnung? So, dann bringen wir das noch weg. Also wir müssen halt einmal zum Zecke raus und einmal zum Morty. Dann gehen wir erst zum Mord, dann gehen wir zum Zecke und dann fahren wir von Zecke aus da hinten zum Eisen. Und meinen dann ganz viel Eisen, das wäre wichtig. Dann, wenn wir wieder zurück sind, können wir uns ja dann der Freundschaft widmen. Herzchen, Handherz! Die alle mal wieder ein bisschen Freundschaft. Das ist Jasmin. Sind wir mit dir letztes Mal schon aufgestiegen? Ich glaub's zwar nicht. Deswegen spielen wir nochmal eine Runde mit dir. Okay, die hat ja immer eher so einen Fuchs genommen. Deswegen gehe ich einfach mal auf den Elefanten. Ich nehme einfach mal eine Maus mit der Hoffnung, die nimmt wirklich immer den Fuchs. Ja, dann nehme ich nochmal einen Fuchs. Cool, sie hat einfach die Katze genommen. Dann nehme ich mal die Maus. Okay, sie hat auch eine Maus. Nochmal. Okay, also sie nimmt irgendwie nie den Edi. Was? Was machst du da? Das ist gegen deine Taktik. Bitte nimm keine Katze. Gut, Fuchs. Mist. Jetzt nehme ich aber mal nochmal einen Fuchs. Really? Sie hat einfach gewonnen. Okay, ich nehme den Elefanten. Was? Hier. Yeah. Sie hat einfach komplett ihre Taktik geändert und will jetzt gar nicht mit dem Fuchs, oder was? Ja, Mr. Volk. Das hat keinen Spaß gemacht, weil ich verloren habe. So, Hütte auf den Friedhof einmal kurz. Morty, wo stehst du? Ach, du stehst wieder da in der Ecke. Ah, dieses Foto wurde vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen. Mason hat ja den Wasserturm bei der Oase gebaut und es sieht ja an, wie müde er auf diesem Foto aussieht. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein. Die Menschen waren damals entmutigt. Zum Glück kamen Mathilde und Miguel her, um ein bisschen Hoffnung zu wecken. Das ist einfach die Kirche. Sie haben uns nicht nur inspiriert, sondern auch für Projekte eingesetzt, die den Schutz der Natur und den Wasser fördern. Wie sagen sie das so immer so schön? Auf jeden Fall haben sie dafür gesorgt, dass man immer genug zu trinken hatten. Ah, die Wüste wächst weiter und bald wird alles ausgetrocknet sein, auch wenn ich vielleicht nicht mehr erleben werde. Die Menschen verlassen Sandrock wieder. Nur alte Nahen wie ich sind stur genug, um zu bleiben. Und ich bleibe auch hier. Junger Hüpfer, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. So gut, diese alten Geschichten mit jemandem zu teilen, der sie hören will. Schau mal vorbei, wenn du mehr Fotos von mir findest. Ich dachte, ich krieg's in Freundschaft mit ihm. Am Arsch. Gut, dann schauen wir jetzt zu unseren alten Friendo. Eine Zecke. Okay. Und bringen seine komischen Melonen, die wir einfach bei ihm gekauft haben. Asozialerweise. Aber hey, ich habe bei ihm für Umsatz gesorgt. Hallöchen, Zicke. Hast du zufällig auch noch Kaffeebohnen? Thank you, das ist gut. So. Auf Englisch wäre es jetzt krass. Nee, auf Spanisch. Gracias. Es bueno. Passt schon. War perfekt auf Spanisch. Dann fahren wir einmal nach da hinten. Ey, nur 19. So, wir springen auf unser Jagdfahrzeug. Steigen hier wieder ab. Ja. Zurzeit noch nicht so Bock auf My Time Report. Ja, wir sind halt einfach durch zu 100%. Man kann nicht mehr 100% haben als wir im My Time Report, ja. Es ist so krass, wie wir dieses Spiel durchgespielt haben. Wir haben es dann nicht nur übertrieben, wir haben es mehr als nur übertrieben. So, dann gehe ich jetzt mal schön Eisen farmen. Ja, wirklich, ist in My Time Report, ja, wenn du einmal durch die Mine gerannt bist, da hat es mal 999. Das war irgendwie einfacher. Irgendwie das Spiel ist ein bisschen difficult. Chromerz, das ist ein Chromerz, echt. Hinten ist auch nochmal ein Chrom.
Ich da so ein bisschen rumbuddel. Auch ein bisschen mehr Eis und Erz, Bros. Schwefelkies, ich glaube, das ist halt einfach. Es ergibt Eisen, habe ich gehört. Schwefel ergibt Eisen. Ich glaube nicht, dass es das in echt so ist, aber. Weil Eisen ist ja Fe und Schwefel ist was anderes. Und Eisensulfid ist, glaube ich, eine Stinkbombe, wenn ich mich da nicht irre. Ja. Chemieunterricht ab nächster Woche, das wird super. Oh, ich bin so nervös von der Schule und es geht einfach Montag los. Ah! Ich bin mir sicher, ich werde das irgendwie hinkriegen. Tun geht doch irgendwie. Hallöchen, ich habe da irgendwie Sand über mir. Werde ich den los? Ein Schwefel. So, wir buddeln hier mal ein bisschen rum. Ja, aber dann machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht bei My Time at Sandrock. Bis dahin, bye!